Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir, was der Monat Oktober für euch so bereithält, im Allgemeinen und Speziellen. Es ist eine allgemeine Legung, wenn es nicht resoniert, war es diesmal nicht eure Energie, dann einfach beim nächsten Mal wieder mit reinschauen. Wenn es mit euch allerdings resoniert, dann macht es absolut Sinn, wenn ihr euch am Ende der Legung euren Aszendenten für Beziehungsthemen auch noch Mond-Venus mit anschaut. Erst dann habt ihr wirklich alle Informationen, erst dann wird ein komplettes Bild daraus, dementsprechend die Playlist für Oktober wird am Ende oben rechts eingeblendet. Klickt da drauf, sucht euch Aszendent, Mond, Venus raus und schaut euch das auch noch an. Dann noch ein kleiner Hinweis für die, die Interesse an persönlichen Legungen haben. Termine für Oktober sind freigeschaltet. Schaut da gerne in der Videobeschreibung vorbei. Klickt auf den Link. Das führt euch dann, oder der Link führt euch dann zum Portal, wo ihr persönliche Legungen bei mir buchen könnt. So, das gesagt, sage ich nur noch, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für den Monat Oktober und fragen nach der Hauptenergie, die die Steinböcke mit sich tragen. König der Schwerter als eure Hauptenergie. Okay, der Herrscher, König der Kelche, 5 der Stäbe. 2 der Schwerter auf dem Kopf, der Wagen auf dem Kopf, der Gehängte auf dem Kopf, die 4 der Münzen auf dem Kopf. Okay, klären das Ganze gleich. Fangen wir erstmal mit eurer Hauptenergie an. König der Schwerter. Ihr habt sehr gute Ideen und setzt diese auch um. Ihr verbalisiert diese Ideen. Ihr habt eine Souveränität, aber auch eine Sturheit, ja? Und aber eben auch eine Klarheit, fast schon eine Weisheit, mit der ihr euch im Oktober über eure Herausforderungen wo ist das Wort hin? Drüber hinaus bewegen könnt. Jetzt ist mir doch tatsächlich das Wort abhanden gekommen. Genau. Und das ist wirklich, also das ist eine Präsenz nach euch, dreht man sich um. Ihr findet auch immer die richtigen Worte. Es kann auch sein, dass ihr hier ganz tolle neue Verträge anzieht oder abschließt. Ne? Also wirklich durchdacht, klar, klug. Genau. Sehr schön. So, aus welcher Situation kommt ihr? Okay, da ist sehr viel Selbstliebe und Sicherheit in eurem Leben praktiziert worden. Ja, auch hier seid ihr über euch hinausgewachsen. Das war das Wort, was ich eben gesucht habe. Habt sehr in eurer Mitte geruht, beziehungsweise alles dafür getan, dass es so ist. Ja. Auch hier wieder so das gewisse Maß an Sturheit. Es kann sein, dass ihr euch in der ganzen Welt umgeschaut habt nach Informationen zum Thema Selbstliebe, zum Thema Geschäftsgründung möglicherweise auch, nach Jobs. Ihr habt euch durchgesetzt. Was hat das bewirkt? Ihr habt eine unglaubliche Energie an den Tag gelegt und ausgesendet. Dementsprechend kann es sein, dass hier jemand nochmal auf euch zukommt, dass sich hier neue Möglichkeiten auftun, etwas anders zu machen mit einem Herzmensch aus der Vergangenheit. In der Arbeit, im Job, im Beruflichen etwas neu zu machen im gleichen Bereich, einfach weil ihr jetzt so eine Art von Kompetenz ausstrahlt, Sicherheit ausstrahlt, Führungsesprit, nennt es wie ihr wollt. Also das ist wirklich Boom, ja. Und geht auch für eure Ziele, seht die Dinge klar. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr durch diese Energie auch nochmal Menschen aus der Vergangenheit anzieht, wie das Licht die Motten. So, wie geht es jetzt im Oktober für euch weiter? Wir klären das gerade. Warum der Wagen? Okay.
Königin der Kelche. Jetzt haben wir ein Königspaar, sehr kraftvoll. Warum der Gehängte? Im Kopf. 9 der Stäbe. Warum die 4 der Münzen auf dem Kopf? Zack. Königin der Schwerter auf dem Kopf. Hoch. Gut, den habe ich jetzt rausgeschmissen irgendwie. Dann darf der auch mit raus. Also, 2 Königspaare, meine Lieben. Ihr kommt in eure Mitte. Sollte da jemand aus der Vergangenheit auf euch zukommen, werdet ihr ganz klar feststellen, nein, halt, stopp, ich kann diesen Menschen loslassen. Ich möchte mit diesen Menschen gar keinen Kontakt mehr haben. Es geht mir gut. Ich habe gelernt, Grenzen zu setzen. Ich habe gelernt, mich selber zu lieben. Ich bin über mich hinausgewachsen. Der Magier, ich bin dem Leben nicht ausgeliefert. Menschen, die nicht mehr Teil meines Lebens sein wollten, die brauchen jetzt, nachdem ich ins Strahlen gekommen bin, auch nicht wieder anklopfen. Ja, also... Nee, Punkt. Jobtechnisch befreit ihr euch hier aus einer Situation. Ihr legt auch neben eurer fast schon Weisheit, Klugheit und klaren Kommunikation, euren klaren Gedanken, auch eine unglaubliche Kreativität an den Tag. Also das ist nicht zwingend immer die musische Kreativität, die hier gemeint ist, sondern eben auch, Lösungen finden, auf die sonst keiner kommt. Ja, Perspektivwechsel anwenden. So, ihr kommt mit den Boden auf den Füßen. mit den Füßen auf den Boden. Das dazu. Mhm. Es kann sein, dass einige von euch hier ein bisschen Geld in die Hand nehmen, sich selbstständig machen. Es kann sein, dass einige von euch auf eine Abfindung pfeifen oder Überstunden ausbezahlen pfeifen, einen Vertrag kündigen, weil sie was bedeutend Besseres angezogen haben. Also da tun sich Möglichkeiten auf. Hier wird viel losgelassen. Hier wird Altes angezogen, losgelassen, weil ihr in einer Selbstermächtigung seid, in einer Mitte, in einer Ausgeglichenheit, in einer inneren Sicherheit, die euch so viele tolle, stabile Möglichkeiten einbringt, da könnt ihr jetzt noch gar nicht dran riechen. Unfassbar. Mit dem Boden auf den Füßen. Genau, so. Wir fragen, was kommt an Überraschung auf euch zu? Was seht ihr nicht kommen? Ja, Ritter der Kelche, Angebote, die ja euer Herz erwärmen, Angebote, die euch erfüllen, Angebote, wo ihr wirklich auch mit Herzblut mit dabei seid. Es kann sein, dass ihr hier eine neue Liebe anzieht. Ja? Es kann auch sein, dass ihr das in einem neuen Job macht oder irgendwie im Jobkontext, da jemand Neues auf euch zukommt, der gar nicht mehr anders kann, als euch anzugucken und sich langsam und stetig irgendwie an euch ranzupirschen und euer Herz gewinnen möchte. Aber das sind hier die stabilen, erfüllenden Möglichkeiten und Angebote, die dafür sorgen, dass einfach das Leben wieder Spaß macht, ne? Dass ihr wieder aus den Vollen schöpfen könnt, energetisch, emotional und bestenfalls dann eben auch finanziell. Meine Lieben, ein Monat, also ich weiß noch gar nicht, was für ein Videotitel ich hier anbringen soll. Das ist der helle Wahnsinn. So, wenn es mit euch resoniert hat, schaut euch Aszendent Mond Venus noch mit an. Erst dann habt ihr ein ganzes Bild. Erst dann habt ihr alle Informationen. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne den Kanal. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich immer sehr. Das hilft unglaublich. Ihr habt keine Ahnung. Dann wünsche ich euch einen unfassbar tollen Oktober. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.